Frau Arthur, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, alle guten Dinge sind fünf. Deswegen möchte ich auch noch mal unser Abstimmergebnis erläutern. Wir werden nämlich beides ablehnen. Wir haben auch schon Spielverderberin, ne? Wir haben auch schon in der letzten Wahlperiode gegen diesen Modellversuch ausgesprochen. Frau Dr. Leonhard hat eben noch mal genau die Begründung genannt, warum wir finden, dass es nicht der richtige Ansatz ist. Als sie sagte, Eltern enthalten ihren Kindern die Vorsorgeuntersuchung vor. Genau das reduziert nämlich die politische Dimension auf das individuelle Verhalten der Eltern. Und wir sind da ganz anderer Auffassung. Es hat soziale und gesellschaftliche Ursachen. Man kann nicht den Eltern dafür die Schuld in die Schuhe schieben. Die Probleme sind hingegen ja auch weitgehend bekannt, aber da hier das ja so einmütig hier erstöhnt wird, dass wir hier beide Drucksachen ablehnen, möchte ich sie noch mal nennen. Zum Beispiel gehört dazu die ungleiche Verteilung von Haus- und Kinderärztinnen und Ärzten auf die Stadtteile über das gesamte Stadtgebiet hinweg. Das wissen Sie. Das fehlende Sozialmonitoring, der fehlende Armuts- und Reichtumsbericht, aber auch die Unterversorgung bei Hebammen. Da möchte ich nur an den Fall Laramia aus Wilhelmsburg erinnern. Aber auch die Lücken in der Betreuung, die durch das Kita-Gutscheinsystem entstehen. Viele Eltern können nämlich ihre Kinder nicht den ganzen Tag in die Kita geben, müssen sonst Stunden dazukaufen. Wir als Fraktion Die Linke möchten keine Kontrollfürsorge und deswegen lehnen wir beide Drucksachen ab. Applaus